Willkommen zurück zu The Cat Lady, Leute. Wir sind im Gespräch mit dem Auge Adams, dem Mann, der halt Susans Freund, Mitzis Freund auf dem Gewissen hatte oder hat und viele andere Menschen halt auch. Und jetzt ist halt die Frage, wie weit können wir Mitzi davon abhalten, den Abzug zu drücken und mit den Gasflaschen beide in die Luft zu jagen? Oder sagen wir, gut, töte ihn und man fliegt in die Luft. Deswegen sage ich natürlich, ohne seinen Vater ist er harmlos, damit wir irgendwie Susan und Mitzi noch retten können. Without his father, he's harmless. He was the one who supplied him with all this technology. He fulfilled his every single wish. I know this guy's rotten bad. There's no excuse for what he did. But he will be punished for it. Trust me. They'll put him in some stinking nursing home. He'll live his life like a vegetable. Stuck to bed, he'll have time to think about what he's done. And he'll never see a computer screen again. Isn't that enough? He said, do it. He wants to die and I want to kill him. Gut, töte ihn. Er will, dass wir alle sterben. Siehst du das nicht? Ja, das denke ich auch. Der will, dass wir alle in die Luft gehen. Da hat er noch seinen Gefallen dran. Dann nimmt er noch gleich zwei Seelen mit. Wieso nicht? Er hat ja lange genug Scheiße gelebt. Genau. He wants us all to die. Can't you see that? Isn't that what he's been preaching? A joint suicide. That's why he wants you to shoot him. So we can all get blown to pieces. His final act. The work of his life. Are you really going to give him that satisfaction? Remember what you said about feeding the troll? That's exactly what you're going to do if you kill him now. No. Maybe you're right. You should leave, Mrs. A. I'd never want you to get hurt. But I'm not going away without this fucker dead. Even if that means I die too. Mitzi, have you lost your mind? You're going to sacrifice your life for this scum? He's a parasite! A worthless, evil piece of shit! It's not like I've got anyone to live for, is it? What? What about your mother? Your family? She's dead! Yeah, I lied. I always lie. I grew up in an orphanage. My family never wanted to know me. The only person that cared about me was Jack. And he's dead! Yeah. Happy now? So get the fuck out of here and let me do what I got to do. Gut, töte ihn. Ich mag dich. Tu es für mich. Ich denke, Susan, ja, die soll das jetzt, die soll ihn nicht töten. I care about you. Do it for me. Come on, mate. It's been a long day. Let's go home. We've won. Have we really? Trust me. I know we have. How? I'm the cat lady. From now on, I win every single day. Wenigstens leben beide noch und beide sind noch zusammen. Ist das nicht das Wichtigste? Ich bin es, mal wieder. Talking about my ordinary little life, as usual. I'm still surprised anyone would want to read this at all. The ramblings of a cat lady. Maybe I'm not a cat lady anymore. Things have changed here since Mitzi's death. I'll never forget those last few weeks. It's a horrible way to die. Stuck in a hospital bed with no hope and whole life to pass you by. 6 months ago, I lost the best friend I'd ever had. But at least we knew it was coming. I had time to accept it, just like she did.
and I can only be glad we spent that time together. I still miss her, though, every day. Did I ever mention I got into all this because of her? I opened her laptop the night after the funeral, and there it was. A friend request, over a year old. A little gift from behind the grave. I met some people. We go out sometimes, and I'm not alone anymore. It turned out there were others who felt like I did. I talked to them, tried to help. And now, I'm writing this blog. I must confess, yesterday was bad. It was one of those days when you feel like you're back in the past, and all the good stuff that happened was just a dream. But I woke up today, feeling better. Maybe I can never get rid of it. This invisible illness. Maybe it will always be living somewhere deep inside me, asleep, waiting. And when it'll hit me, it'll hit me hard. But if there's one thing Mitzi taught me, it's that you have to pick yourself up and carry on. It doesn't matter that life isn't fair. It doesn't matter that you make mistakes. You fall and rise again. World's full of liars, traitors, cowards. But every now and then, you meet someone like Mitzi, who will just smile at it all. Now, I've forgiven the world and myself too. I teach myself to smile again. One day I'll get there. I know I will. Even if it takes me not 9, but 900 lives. You are my
eine beliebige Taste, um zu leben. Tja, liebe Leute, hier war jetzt sogar ein kleiner Cut, denn am Endscreen jetzt stand, drücke eine Taste, um zu leben. Und da kommt man doch tatsächlich total raus aus dem Bildschirm und weg vom Bildschirm, weg vom Spiel. Und was sagt einem das? Dass man natürlich ein richtiges Leben auch zu leben hat, nicht nur am Bildschirm. Sehr grandiose Idee, aber das ganze Spiel war für mich super gut. Ich hätte nie gedacht, dass mich das so berühren und bewegen würde auf so verschiedene emotionale Arten, wie es das Spiel getan hat. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so und ich habe einfach gedacht, ich lasse jetzt mal die Endscreen-Melodie durchlaufen, um nochmal über alles nachzudenken, was in dem Spiel so passiert ist. Und ich werde meistens wie immer nach solchen Spielen noch eine Weile danach nachdenken und nicht alles irgendwie am Stück einfach sagen können, als hätte ich das vorausgeplant. Ich kann nur einfach sagen, dass es für mich ein super gutes Spiel war. Ich weiß gar nicht, wann ich das nochmal irgendwann nochmal spielen sollte oder könnte, weil es auf der einen Seite halt total unheimlich und gruselig war und erschreckend und völlig verstörend zum Teil und auf der anderen Seite total bewegend, berührend, menschlich und leider auch sehr, sehr realitätsnah einfach. Also das Leben ist einfach nicht nur ein schöner Ponyhof für viele Menschen, sondern für viele Menschen bedeutet es einfach auch, dass man schreckliche Vergangenheiten hat oder Dinge, mit denen man sich ernsthaft auseinandersetzen muss und denen es schwerfällt, nach vorne zu gucken oder positiv ans Leben zu gehen. Und diese auch schwierigen Themen spricht dieses Spiel auch an. Und dafür finde ich das sehr, sehr gut umgesetzt, weil es total spannend war. Also ich konnte immer kaum, weiß ich nicht, hatte richtig Lust weiterzuspielen auf so eine merkwürdige Art, weil man dann denkt, hä, warum will ich dieses Spiel eigentlich sehen? Warum will ich eigentlich wissen, wie es weitergeht? Weil es total krank auch manchmal war. Und auf der anderen Seite dann wieder so total, ja, so ja auch warmherzig durch die Beziehung, die dann halt Susan mit Mizi entwickelte, was ja auch etwas später erst kam. Da fing für mich das Spiel so richtig erst an und ich merkte dann so den Hauch von, oh, da kommt noch was. Während ich so, als ich den ersten Part damals an Halloween spielte, da war das alles noch so, hä, was kommt hier auf mich zu? Was soll mir das jetzt sagen? Wie ist das Konzept dieses Spiels? Und dass sich das so gut entwickelte, hätte ich nicht gedacht. Ich muss sagen, am Ende des Endscreens habe ich gerade hier auch so mit leicht wässrigen Augen gesessen, weil es einfach so berührend war. Klar, es lag jetzt auch ein bisschen mit an meiner Entscheidung, ob sie sich rächt an dem Mörder oder nicht. Ich finde aber, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt am Ende lief, weil Mitzi hätte halt beide in die Luft jagen können oder vielleicht auch nur sich selber, weiß ich jetzt gar nicht. Oder halt, dass beide gehen und das Auge Adams noch viel, viel mehr bestrafen als er wahrscheinlich selber gewollt hätte. Ich denke auch, dass der gewollt hat, dass sie ihn tötet und dann, dass das so sein Werk vollendet wird sozusagen. Und dem Gefallen hätte ich den auch, glaube ich, nicht tun wollen. Außerdem glaube ich auch, ich weiß nicht, vielleicht Mitzi hätte tatsächlich, glaube ich, mit sich im Reinen auch leben können, selbst wenn sie ihn umgebracht hätte. Aber es ist halt viel schöner, dass Mitzi so mit Susan noch ein paar Monate hatte und natürlich umso trauriger, dass Mitzi dann wahrscheinlich jetzt halt an Krebs gestorben ist am Ende. Trotzdem hat Susan überlebt, alle Leben, alle schrecklichen Dinge, die sie in diesem Spiel durchlebt hat, hat sie geschafft zu überstehen, um am Ende dann halt sich für das Leben zu entscheiden und gegen Depressionen zu arbeiten und sogar anderen noch zu helfen. Und das war ja auch ein Tipp damals von Mitzi am Computer, anderen mitzuhelfen und zu spüren, dass man damit nicht alleine ist. Also wirklich berührende und bewegende, realistische Themen, die auch in Wirklichkeit wahrscheinlich den einen oder anderen ansprechen könnten. Für mich war es aber auch, also auch wenn ich diese Musik jetzt hier jedes Mal gehört habe, wenn ich ins Spiel reinging, irgendwie, es war für mich nicht so dieses, also hat mich jetzt persönlich nicht so depressiv gemacht oder so, es war jetzt nicht so dieses, oh Gott, jetzt muss ich in dieses Spiel und das zieht mich immer voll runter. Nein, es war eher auch was Beruhigendes irgendwie, ich kann das nicht beschreiben, aber es war spannend, es war gruselig, aber es war wie gesagt auch irgendwie so, ja, man wollte auch dazu lernen durch dieses Spiel irgendwie und es war einfach mal nicht ein Spiel
finde ich, so dieses, ach, was zocke ich jetzt mal, so, ich sag mal, wie bei Kingdoms of Amalur, ich mache jetzt mal ein Quest oder so nebenbei oder so ein Gelegenheitsspiel, ein Wimmelbildspiel, sondern dieses Spiel ist, ich finde, etwas ganz Besonderes und ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Natürlich muss man etwas starke Nerven haben und es ist definitiv nichts unter 18 Jahren. Dafür sind da viel zu heftige Themen in dem Spiel. Aber für jeden, der damit umgehen kann oder sich vielleicht auch damit auseinandersetzen kann, finde ich, ist es nicht beängstigend, sondern halt eher so, wow. Man wusste nie, was ist hinter der nächsten Tür, was für ein Psychopath ist da. Wie gesagt, es war ja auch teilweise echt verstörend und psycho, wenn man mal an dieses Killerpärchen auch dachte oder ich weiß auch nicht, es waren so viele Stellen im Spiel, wo man dachte, oh mein Gott, bloß weg da, Mann, ist das krank. Aber vielleicht sind das auch die Schatten, die in uns Menschen stecken. Und wie gesagt, es gibt ja auch viele kranke Menschen, das ist einfach so. Einfach nur immer heile Welt darzustellen. Ja, es ist, wie gesagt, etwas Besonderes, so etwas so in einem Spiel verpacken zu können. Auch das zählt man ja, könnte man als Kunst betiteln. Aber das überlasse ich auch euren Meinungen und eurem Feedback, wie ihr das Spiel so im Ganzen fandet. Ich finde, zu diesem Spiel kann man eine Menge sagen. Und ich bin einfach froh, dass ich es doch gespielt habe. Ich habe es mir anders vorgestellt und bin aber positiv überrascht, auf wie viele Facetten ein das Spiel berühren und bewegen kann und freue mich, dass Susan am Ende überlebt hat, ihre Schlüsse daraus gezogen hat, einen Menschen gefunden hat, den sie lieben kann, der ihr ganz viel gegeben hat. Schade, dass so eine Krankheit wie Krebs in diesem Falle nicht aufhaltbar war und Susan und Mitzi ein glückliches Leben hatten, aber auch das hat einem das Spiel ja gelehrt, dass das halt, ja, leider passieren kann. Dass das Leben nicht fair ist, wurde ja deutlich auch ausgesprochen, dass so Scheiße passiert, aber dass man halt auch wieder aufsteht, wenn einem was Schlechtes widerfährt. Also tolle, tolle Moral, die da auch manchmal hintersteckt. Und ja, ich finde, es regt zum Nachdenken an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das Spiel gut überstanden, so wie ich. Und mal gucken, was ich als nächstes spiele. Wahrscheinlich wird mich jedes weitere Spiel im Moment enttäuschen, weil das einfach einen wieder daran erinnert, dass das andere irgendwie nur Spiele sind und das hier war halt doch irgendwie, es war realistischer einfach. Was ganz Besonderes, ich hoffe, ihr seht das auch so. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann.